Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich begrüße auch die Anfänger im 3D-Druck sowie natürlich auch die Fortgeschrittenen und die Profis. Hallo und herzlich willkommen. Und zwar geht das heutige Video um eine Blume. Mehr verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Und es ist im Endeffekt ein reines Anfängervideo. Also es ist ein Projekt, was ihr als allererstes, wenn ihr den Drucker neu habt und einfach nur erstmal testen wollt, wie der funktioniert, euch überhaupt nicht auskennt, dann könnt ihr dieses Projekt super nachdrucken, weil es gibt nichts groß zu beachten. Die Sachen, die zu beachten sind, gehen wir in Cura durch. Ihr braucht also kein erweitertes Wissen, was irgendwie die Funktion des 3D-Druckers betrifft oder von Cura. Es funktioniert auch mit den Basic-Einstellungen, die bei Cura ab Installation schon installiert sind. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß damit. Jetzt sehen wir uns erstmal die Blume an, die wir heute drucken. Ja, ich hoffe wie immer, die kurze Produktvorstellung hat euch gefallen. Wir gehen mal rüber zu Thinkiverse und da zeige ich euch, wo ich das Ganze wieder gefunden habe. Hier wären wir auf der Thinkiverse-Seite von Nikolas65. Vielen Dank für dieses Design. Wir gucken mal, was du noch so auf deiner Seite veröffentlicht hast. So, wir sehen, er hat 17 Designs hinterlegt. Aha, aha. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Müsste man sich mal alles angucken, was das ist. Aha, aha. Ja, auf jeden Fall. Also schaut euch da mal an. Sieht sehr interessant aus. Müsste man sich alles erstmal genauer angucken, was er da designt hat. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Das könnte man sich auf jeden Fall mal alles zu Gemüte führen. Ja, also an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Designs, Niklas65. Wir sehen wie immer die Blume, die wir drucken wollen. Eine Lotusblüte in dem Falle. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Cura und dann gucken wir mal, dass wir hierfür die Grundeinstellungen aufgerufen kriegen. So, ich habe das gute Stück schon in Cura reingeladen. Und zwar fangen wir erstmal damit an, dass wir die Blume erstmal runterskalieren. Dazu drücken wir hier oben auf diesen Skalier-Button, also markieren erstmal unser Bauteil, drücken auf den Skalier-Button und geben hier, steht bei euch eine 100 drin, skalieren die runter auf 90. Sobald ihr oben eine 90 eingibt, werden sich auch alle anderen Zahlen, wenn ihr Enter drückt, hier unten ändern. Und somit kommt ihr auf eine Skalierung von 90%, damit es aufs Druckbett passt, zumindest beim Ender 3. Ansonsten wählen wir hier oben die Standardqualität. Das ist die Standardeinstellung von Cura, die hinterlegt ist, die wir jetzt mal kurz zusammen durchgehen werden. Schichtdicke 0,2 bei einer Linienbreite und einem Düsendurchmesser von 0,4 mm. Anzahl der Wandlinien lassen wir standardmäßig auf 3. Oberste Schichten 4 ist okay. Unterste Schichten 4 ist auch ein bisschen, also ist ein bisschen viel. Man könnte 2 nehmen, aber wir haben ja gesagt, wir lassen alles Stock und darum bleiben wir hier auch auf 4. Ansonsten schalten wir um Präferenz der Nahtkanten. Die stellen wir nicht auf intelligent verbergen, sondern auf keine. Die stellen wir wieder ab. Fülldichte 20% sollte ausreichend sein. Müssen wir erstmal kurz slicen, mal gucken. Weil wenn die Füllung zu grob ist, dann haben es die obersten Schichten schwer, eine ordentliche Füllung zu gewährleisten. Und da gucken wir mal, dass, ja, das, obwohl wir haben jetzt hier Gyroidfüllung oder, ach ne, Würfel, da gehen wir mal auf Gitter, slicen das Ganze. Ich glaube Gitterfüllung ist sogar, ne, Würfel ist Standard, also bleiben wir auf Gitter bitte. Und dann glaube ich ist 20% ein bisschen wenig für die Oberfläche, ja, würde aber gehen. Am besten gehen wir, ich würde sagen auf 30%, das mal zumachen. So, gucken wir mal. Ja, 30% würde ich lassen bei einer Gitterfüllung.
Unterstützungsebene der Außenkanten. Keine Drucktemperatur, ja, so zwischen 110 und 120 Grad würde ich hier wählen. Temperatur der Druckplatte auch 60 Grad. Müsst ihr gucken, ob es auf dem Druckbett haftet oder nicht. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr hier mit der Temperatur ein bisschen hochgehen, bis so knapp vor der 70 Grad, zwischen 60 und 70 Grad. Das sind alles erstmal Standardeinstellungen, 50, 25, da macht er nichts verkehrt, das könnt ihr alles so lassen. Einzug hat sich bei mir 6 mm bei einer Einzugsgeschwindigkeit von 80 mm durchgesetzt. Das ist aber auch je nach Drucker unterschiedlich. Ja, ich stelle es jetzt auf meine Geschwindigkeit ein, die ich für meinen Drucker als super erachte. Combing-Modus schalten wir bitte alle an, obwohl standardmäßig auf Nicht-Außenhaut steht. Da auf alle. Die Kühlung bleibt standardmäßig 100%, aber die Normalzahl des Lüfters bei Schicht 2 soll die erst beginnen. Also dass 1 schön sich aufs Druckbett auftragen kann, der erste leer. Und bei der zweiten wird dann richtig angefangen zu kühlen. Stützstruktur brauchen wir nicht. Druckplattenhaftung nehmen wir bitte Brim. Standardmäßig ist es nicht eingestellt. Standardmäßig ist Gurt, also nur 1-2 Ringe außenrum. Wir nehmen aber Brim, damit das Bauteil auf dem Druckbett richtig haftet. Und da reichen 10 Stück. Ich hatte es nämlich bei mir wieder nicht gemacht und es hatten sich wieder die Ecken etwas hochgebogen. Aber wie gesagt, wählt hier Brim 10%, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, dann wird das Ganze gesliced. Dann sind wir bei 4 Stunden 20 Minuten. Bei der Standardgeschwindigkeit von 50 mm die Sekunde wohlgemerkt. Sobald ihr Erfahrung habt und schon schneller drucken könnt, weil ihr entweder Clipper habt oder euren Drucker genauer kennt, könnt ihr das natürlich auch in kürzerer Zeit drucken. Und ja, jetzt gehen wir rüber zum 3D-Drucker und dann zeige ich euch im Zeitraffer, was draus geworden ist. Ja, na, haben wir doch wieder super hinbekommen. Ich würde mich wie immer, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Nico aus Nikos Welt.